Das Spezielle an dem Bus ist, dass es eigentlich im 91 noch angeliefert worden ist als normaler Gelenktrolleybus, in Betrieb war bis 2005. Und dann ist er der erste Leittrambus in der Stadt St. Gallen. Man hat ihn nämlich mit einem Retrofit aufgefrischt und einen dritten Wagenteil angebaut. Und das war der erste mit 23,8 Metern auf dem Platz St. Gallen. Das war ganz speziell. Jetzt ist eigentlich mit dem, dass er uns verlässt, geht eigentlich die ganze. Eigentlich ist das Projekt jetzt fertig von der Neubeschaffung. Es ist zwar spät, aber es wird jetzt abgeschlossen, weil das war der letzte Wagen von der alten Generation. Da sieht man ja auch schon optisch am Erscheinungsbild an. Er geht jetzt ins Museum. Der Verein Retrobus hat den, uns abgekauft und transportiert ihn jetzt heute auf Moudon und tut ihn dann dort vielleicht noch ein bisschen auffrischen und dann ist er dann dort, kann er dort bestaunt werden im Museum.